Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Weiter geht's mit dem hart gekochten Weichei. Wir sind im 13. Level, Level Rock'n'Roll. Und das sieht palastös aus. Oh, und ich habe wieder meine kleinen... Wir sind in Putzkis Palast. Putzki sollte hier sein. Meine Brüder und ich werden den Palast sichern. Du wirst Putzki finden und ihn töten. Viel Glück. Wenn das nicht der Hahn des Krieges selbst ist. Jemand müsste da mal runtergehen und ihn töten. Ja, komm schon, hä? Komm schon. Ich hab eine dicke Knarre, hä? Komm schon. Oh nein. Hardboiled ist gefangen. Bleib da drin, Junge. Ich hol dich raus. Da bin ich ja jetzt mal hier spannend. Ja, jetzt fährt er da hoch und ballert die Wache über den Haufen. Was total klug ist. Lass mich hier raus. Ich frage mich, was dieser Schalter tut. Lass mich das ausprobieren. Sehr gut. Was zum? Tja, Junge. Ich glaube, dieser holt den Aufzug. Ja. Das war's dann für unseren Freund. Rebellenabschaum, sagt er. Und ich denke, Soldaten abschaum. Und ich habe die größere Waffe und damit recht. Ich fahre mal direkt nach oben, mal gucken, was da so ganz so oben ist. Vielleicht ist da ja was Nettes. Mehr Soldaten. Mama! Ich möchte meine Mama! Schreit da einer. Über den Haufen geschossen. Zart, hinter dir! Wir werden hier also gerade Zeuge, wie die Rebellen die Soldaten umkloppen. Boah, da oben ist Putzki. Genau in meine Falle, Hardboiled. Jetzt wirst du sterben. Welle Nummer 1. Au, au, au. Dino wieder. Au. Ich und diese Wellenangriffe, ne? Das ist ja nur legendär, dass das nicht klappt. Aber immerhin darf ich diese ganzen lustigen In-Game-Zwischensequenzen nochmal bewundern. So. Sarge, hinter dir. Bluff. Ich sollte vielleicht auch ein Schrotgewehr nehmen. Ich habe aber kein Schrotgewehr. Ich habe eine AK. Naja. Große Knarre. Große Knarre. Welle Nummer 1. Sendet die Klone. Das sah ein bisschen zu leicht aus. Mehr Elite-Pinguine. Mix it up. Mischt es. Mehr Chaos. Ich heile mich zwischendurch einmal. Oh, jetzt geht's los hier.
An denen muss ich vorbeirollen und ihm in den Arsch schießen. Na komm schon, stell dich nicht so an. Meist mit dem Kitchen Sink, das ist ein Spülbecken. Ah! Ja, ich hab noch Moon, Aber ich hab langsam keine Health mehr. Ich glaube, ich muss Elite mit Schild kombinieren. Speicherpunkt, sehr gut. Das wird nämlich, glaube ich, eklig. Welle Nummer 9. Na, man darf gespannt sein, was da jetzt kommt. Elite. Elite kann ich ja nicht leiden. Aber ich hatte ja zum Glück einen Speicherpunkt. Jetzt kommt erstmal Welle Nummer 8. Das Charmante ist, wenn man gestorben ist, ist man danach wieder voll aufgefüllt. Ah, das war jetzt nicht so geschickt. Das war nicht so geschickt. Welle Nummer 9. Dass sie auch immer gleich anfangen zu schießen. Was glauben die denn, wer sie sind? Ah, das war zu spät. Das war zu spät. Also die Nummer 9, die Welle, da musste ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht einfach tatsächlich die Knarre wechsle. Das kann ich jetzt schon mal machen. Weil die nämlich etwas längere Schussfrequenzen hat. Und so sie auch nicht so gut... Ja, das hat ja mal ganz genau gar nicht geklappt. Das ist ja super. Mensch. Ach ja, es sind die Endkämpfe. So, nochmal. Nun schieß doch, meine Güte. Ich habe das Gefühl, diese Knarre, die ich hier habe, hat auch gewissermaßen Ladehemmung. Das ist ja nun ein bisschen nervig. Welle Nummer 9. Was war das denn? Ach, das waren die Elite... Au, 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 au. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Vielleicht muss ich bei Welle Nummer 9 tatsächlich dann die Knarre wechseln. Nummer 8, die kennen wir schon. Das sind die beiden Schilde mit dem Elite. Was dann kein Problem ist, wenn man den ersten Schild rechtzeitig erwischt. Und hier versuche ich jetzt tatsächlich einfach mal auf... Jawohl. Das hat gut geklappt. Die letzte Welle. Dafür brauche ich doch bestimmt wieder was Großes. Och, er schickt mir gleich einfach alles auf den Hals, was er so findet. Das ist ja ganz herzallerliebst. So. Jetzt sind noch der Schildpunkte hier. Den habe ich auch. Zeit für mich abzuhauen. Ja, so sind sie, die Regenten und muahahahaha. Fiesen Diktatoren dieses Planetens. Wenn's hart auf hart kommt, verpissen sie sich mit ihrem Leibwächter. Ganz großes Kino. Aber immerhin dürfte der Palast jetzt in Händen der Revolution sein. Ich muss auf jeden Fall aufs Dach. Da ist nämlich auch Putzki hingelaufen. Yay, immer hinterher. Ich sehe ihn. Aber wie komme ich da hin? Ha, lacht er sich tot. Zu spät, Hardball Chicken.
Sie werden dieses blöde Land wegsprengen. Pinguine werden immer gewinnen. Na, das wollen wir mal sehen. Geht ins Rocket Putzki. Geh da rein oder wir gehen ohne dich. Ja, wo ist denn mein Raketenrucksack? Wo ist mein Raketenrucksack, wenn ich ihn mal brauche? Ist ja hier ganz, ganz großes Kino, wie es so schön heißt, ne? So, ihr kriegt das gerade nicht mit, weil ihr es nicht merkt, aber mein Controller hat sich gerade voll vibriert. Ja, danke. Hallo, Hardbolt. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ich dachte, du könntest das brauchen. Die Zukunft, unsere Zukunft, hängt von dir ab. Gib ihnen Hölle. Ja. Hallo, Baby, ich habe dich vermisst. Ich wusste, dass das kommen wird. Ein letztes Mal. Müssen wir dem jetzt in den Weltraum folgen? Dieses Mal zählt. So, das sieht so ein bisschen aus wie Levelende. Also, Screaming Through Space. Durch den Weltraum schreiend, heißt es. Das ist dann Thema der nächsten Sendung. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Zockt viel, zockt schön und tschüss.